Die Frage, die wir also noch mal ganz kurz anschauen wollen, ist: Wozu brauchen Sie Queues und diese nachrichtennotierte Mittelware überhaupt? Wenn Sie ein normales System bauen mit Techniken, die wir noch kennenlernen werden, die aber so im Internet sehr weit verbreitet sind, vor allem RESTful Web Services, früher waren das SOAP-basierte Web Services, dann sind das eigentlich immer Systeme, die logisch synchron kommunizieren. Grund ist relativ einfach: Sie haben einen Benutzer, der sitzt vor seinem Smartphone. Oder ein Benutzer, der sitzt vor seinem Desktop-PC, will einen Knopf drücken und dann erwartet er sofort eine Antwort vom System. Und das ist logisch synchron, ne? Also Sie drücken einen Knopf und erwarten sofort eine Antwort. Asynchron wäre, dass Sie schicken irgendwie einen Job los und wann der zurückkommt, ist Ihnen wurscht, ne? Aber also logisch synchron. Und umgesetzt ist diese logisch synchrone Kommunikation technisch ebenfalls synchron. Also zum Beispiel mit RESTful Web Services. Jetzt haben wir das Problem: Dadurch, dass es synchron ist, ist das unser Client so lange eigentlich nicht benutzbar ist, solange der Server nicht geantwortet hat. Und wenn der Server abstürzt, stürzt der Client mit ab, weil der kaum sinnvoll reagieren kann. Also man darf sozusagen Client und Server nicht zu eng koppeln. Und das Gleiche gilt auch für Server-zu-Server-Kommunikation. Auch da ist es halt so: Wenn der eine Server steht, kann der andere auch nicht mehr antworten, wenn er auf dessen Ergebnisse angewiesen ist. Also Absturz des Servers führt dazu, dass der Client abstürzt, Server langsam, bremst auch den Client natürlich aus. Natürlich kann man es geschickt programmieren mit asynchronen Jobs innerhalb des Clients, aber das wird halt schwierig. Und Ihnen passiert es natürlich auch leicht, wenn der Server überlastet ist, dass dann wegen vieler Clients und großer Transaktionslast, dass Sie dann Probleme kriegen. Kann man alles lösen, keine Frage, ist aber schwierig und je mehr Anfragen Sie kriegen, desto schwieriger wird es. So, und da hilft jetzt eine nachrichtennotierte Middleware. Wie gesagt, sie erlaubt eine zeitliche Entkopplung von Sendern und Empfängern. Das heißt, die müssen nicht mehr gleichzeitig online sein, das haben wir schon gesagt. Zum Beispiel kann der Vertreter-Laptop die Versicherung beim Kunden verkaufen. Alle Änderungen speichert er in der Queue zwischen. Und sobald er wieder Kontakt zum Internet hat, werden die Nachrichten an das Empfängersystem verschickt und asynchron verarbeitet. So könnte man das zum Beispiel machen. Jetzt der Punkt ist wichtig: Man kann sozusagen das Nachrichtenformat frei bestimmen bei Nachrichten und Telemittelware. Es ist jetzt nicht irgendwie vorgegeben, wie bei RESTful Web Services zum Beispiel. Und Sie können XML nehmen, JSON nehmen, irgendein Binärformat nehmen, da sind Sie völlig frei. Deswegen tun Sie sich natürlich leichter, mit alten Systemen zu interagieren, weil die Nachricht könnte auch eine COBOL-Copy-Strecke sein oder irgendein Format, was Ihr Host-Assembler frisst. Und der dritte hübsche Fall ist, diese nachrichtennotierte Middleware ist natürlich unabhängig von irgendeiner Technologie. Das heißt, Sie installieren die ja extra. Das heißt, Sie sind jetzt nicht an Java IE, Host, .NET oder was auch immer gebunden, sondern das ist tatsächlich unabhängig und ist mit allen Sachen, die es so gibt, interoperabel. Also es gibt Adapter zu allen Technologien, die es so gibt. Und Sie können die nachrichtennotierte Middleware auch unabhängig administrieren. Das ist auch nochmal ein Vorteil, weil es einfach ein extra System ist. Was Sie jetzt machen können, und das ist jetzt erstmal wirklich ein Umdenken gegenüber so mal typischer Kommunikation in Client-Server-Systemen: Diese Nachricht ist ja ein Datensatz, den haben Sie in der Hand. Und während der übermittelt wird, können Sie den natürlich auch erweitern, verkleinern oder transformieren. Das eine System könnte eine XML-Nachricht rausschicken und Sie transformieren die XML-Nachricht ins JSON-Format unterwegs. Oder Sie haben ein System, schickt eine große Nachricht los und mittendrin wird diese große Nachricht in zwei kleine zersägt und auf zwei unterschiedlichen Pfaden weitergeleitet. Oder Sie haben zwei Teilnachrichten, die werden zu einer integriert. Also mit diesen Nachrichten können Sie sozusagen spielen und sozusagen verschiedenste Verarbeitungsmechanismen ergänzen. Und das macht Ihnen natürlich eine Integration mit alten und neuen Systemen deutlich leichter, als wenn Sie jetzt irgendwie selbstgestrickte TCP-IP-Verbindungen hätten. Und Sie können sogar Workflows auf der Basis von Nachrichten formulieren. Da gibt es eigene Frameworks dafür. Also System 1 schickt Nachricht an so einen zentralen Bus. Bus verarbeitet Nachricht, legt irgendeinen Workflow an und leitet die transformierte, bearbeitete Nachricht dann weiter an ein weiteres System. Also Sie haben die Möglichkeit, dass Sie sozusagen an ein bestehendes System eine externe, sagen wir mal, Geschäftsprozess, Workflow-artige Verarbeitung dranflanschen. Gibt es sehr viele Produkte dafür, schon seit einigen Jahren. Ist so im Bereich Enterprise Service Bus. Gab es so vor gut 10 Jahren eine ganze Reihe von Produkten. Was aus denen geworden ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. So, und was Sie auch machen können, ist, Sie können sich schützen gegen Überlast. Wenn Sie vor das System eine Queue bauen, kann ja keiner mehr Sie mit zu vielen Nachrichten Ihren Server unadministrierbar machen. Wenn Sie sich bei einer kleinen Serverkommunikation mit Sockets
verprogrammiert haben und sie haben kein Threadpool, sondern eine beliebige Menge von Threads, dann kann ja jemand, der ihnen ganz viele Anfragen schickt, kann ja irgendwann ihren Server so weit belasten, dass sie den nicht mehr administrieren können. Wenn sie eine Queue davor tun, können sie sozusagen die Verarbeitungslast, die bei ihrem Server ankommt, drosseln. Das wäre ein anderes Wort für Throttling. Sie können sozusagen ganz flexible Architekturen wählen. Also bei synchroner Kommunikation haben Sie häufig nur 1 zu 1, also ein Client zu einem Server. Und Sie können mit diesen nachrichtenbasierten Formaten durchaus M-zu-N-Beziehungen realisieren. Also einer schickt Nachricht los und die Nachricht wird an verschiedene Empfänger verteilt. Ein Beispiel haben wir schon gesehen mit dem Publisher-Subscriber-Pattern. Letzter Punkt, den ich Ihnen noch ganz kurz, wo ich Ihnen so ganz kurz eine Idee geben würde, ist, wenn Sie fachlich Prozesse modellieren, können Sie das zum Teil mit sogenannten Domain-Events machen. Das ist eine Idee, die stammt aus dem Domain-Driven Design. Und der Autor von dem Domain-Driven Design sagt, so ein Domain-Event ist einfach eine Information darüber, dass irgendwas Spannendes passiert ist. Sowas wie Kunde ist angekommen, Bestellung wurde aufgegeben, Geld wurde bezahlt. Also immer so eine Art Handlung, die fertig ist in der Vergangenheit. Also irgend so ein Ereignis, was stattgefunden hat. Und das modellieren sie mit so besonderen Nachrichten, die sind diese sogenannten Domain-Events. Und damit können Sie sozusagen einen ganzen Ablauf eigentlich als Folge von Ereignissen modellieren. Kann man sogar Brainstorming-Techniken dazu machen. Und so einen Gesamtvorgang beschreiben. Wie gesagt, dieses Ereignis, was wir da beschreiben, muss fachlich einigermaßen wichtig sein, sonst macht es keinen Sinn, das extra zu modellieren. Es muss groß und wichtig genug sein, dass wir das wirklich so extra als Event programmieren. Und deswegen macht es deswegen auch, weil wir das sozusagen als eigene Klasse bauen und weil wir das vielleicht sogar in Queues zwischenspeichern. Das geht so in Richtung Event Sourcing, falls Sie das den Begriff schon mal gehört haben. Und das Ereignis hat irgendeine fachliche Bedeutung, also sowas wie Kunde wurde akquiriert, Vertrag wurde abgeschlossen, Sachschaden ist entstanden und so weiter. Hier ein paar Beispiele, Kunde angelegt, Kunde gelöscht, Kunde geprüft, Fiskaljahr zu Ende. Also es muss nicht mal irgendwas sein, was ein Benutzer ausgelöst hat. Was Sie damit bauen können, ist jetzt Sie können große Systeme aus vielen kleinen zusammenbauen. Und das ist jetzt so ein bisschen eine spannende Idee, die auch aus dieser Ecke Domain-Driven Design kommt. Die kümmern sich um sogenannte Aggregate. So ein Aggregat ist so eine fachlich zusammenhängende Menge von Funktionen, sowas wie Kundenverwaltung, könnte das ja eine hier sein, und Vertragsverwaltung das andere. Also eine Menge von fachlich sehr eng zusammenhängenden Dingen. Wenn Sie sich an die Datenbankenvorlesung erinnern, hinter jedem von den Dingern kann eine Datenbank hängen und alle Operationen, die Sie hier drauf tun, ist im Grunde eine Datenbankoperation. Und also das Ding ist intern synchron. Und die Dinger kommunizieren aber untereinander asynchron über Events. Das hat den großen Vorteil, dass Sie zum Beispiel die Kundenverwaltung und die Vertragsverwaltung auf verschiedene Server tun können. Das hat den Vorteil, dass Sie die zum Beispiel Kundenverwaltung gleich verarbeiten können und die Vertragsverwaltung wird erst verzögert aktualisiert. So kommen Sie auch da wieder zu einer besseren Verfügbarkeit des Gesamtsystems. Und dazu nutzen Sie die Domain-Events und die sind tatsächlich, das werden wir auch in weiteren Übungen noch sehen, unterstützt durch asynchrone Middleware, sehr, sehr gut und einfach baubar. Hier noch ein Beispiel für das Aggregat, dass Sie sich da ein bisschen was vorstellen können. Beispiel, Sie haben so eine Kundenentität, also sowas, was Sie in Datenbanken auch als Entity kennengelernt haben. Also Kunde mit so einem Kundennummer könnte ein Primärschlüssel sein oder ein Key in einem Document Store. Und der verweist noch auf andere Teile und das heißt, wenn Sie so ein Kundenanliegen ändern und löschen wollen, dann würden Sie hier dieses Aggregat zum Thema Kunde verwenden und da hängen noch weitere Teile dran. Es ist nicht nur ein Kunde, sondern so alles, was fachlich um den Kunden herum ist. Ich meine, ich habe hier versucht, irgendwas mit Stromzählern und Stromversorger zu modellieren. Und draußen bieten Sie denen ein normales Interface an und das Zeug redet mit allen anderen Elementen halt asynchron über diese Domain-Events. So, wo können Sie was kaufen im Laden? Also welche Middleware-Produkte gibt es, mit denen Sie diese tollen Dinge tun können? Es gibt, wenn Sie Ihren Windows auf der Maschine haben, kann man das nachinstallieren. Das ist Microsoft Message Queue. Ich meine, es ist bei dem normalen Windows 10 vorgesehen, aber nicht live geschaltet, wegen Security by Default. Und das können Sie auch sehr, sehr leicht mit
.NET programmieren. Es gab so diese Windows Communication Foundation, da konnten sie das sehr, sehr leicht integrieren und sehr, sehr leicht programmieren. Es gibt so in älteren Systemen, also wenn Sie in eine Bank schauen, die sind sehr stark IBM-lastig häufig. Da gibt es häufig das MQ Series. Das ist inzwischen integriert in größere Projekte. Es gibt einen ganz großen Open-Source-Markt. Ich habe jetzt lange Jahre das Apache Active MQ verwendet. Wir steigen jetzt gerade um auf RabbitMQ, deswegen gibt es bestimmt ein paar Kollateralschäden noch. Macht aber Sinn, weil es RabbitMQ tatsächlich häufiger verwendet wird draußen und man kann offenbar skalierbarere Systeme damit bauen. Warum genau, muss ich allerdings noch herausfinden. Und es gibt weiterhin, das hier unten ist vielleicht nur ganz interessant, spezielle Produkte, die für diese Integration von sehr heterogener IT da sind. Also, als die Folie entstanden ist, die Folie ist schon ein paar Jahre älter, gab es Systeme von TIBCO oder von Vetria. Da der Markt sehr in Bewegung ist, kann es sein, dass diese Produkte schon lange nicht mehr existieren, sondern dass die inzwischen aufgekauft wurden von wem auch immer. Interessiert uns jetzt aber gar nicht, weil wir machen jetzt in den nächsten Videos dann weiter mit RabbitMQ. Danke für Ihre Aufmerksamkeit bisher und wir würden uns jetzt um einen Middleware-Standard kümmern namens AMQP. Das ist ein Protokoll zum Austausch von Nachrichten, was speziell die Interoperabilität zwischen diesen ganzen tollen Produkten herstellt. Machen wir im nächsten Video. Vielen Dank, bis hierher.